In unserer hochdigitalisierten Welt kann Datenverlust ein ernsthaftes Problem sein. In Zeiten, in denen Ausweise und Dokumente zunehmend digital gespeichert, Familienfotos immer seltener ins Fotoalbum geklebt und wichtige Arbeiten auf dem Computer erledigt werden, sollte man sich der häufigsten Fehler bewusst sein und sich dagegen absichern. Dazu gehört etwa, dass man Daten versehentlich löscht oder dass ein Datenträger verloren oder kaputt geht. Es kommt aber auch vor, dass Daten mutwillig gestohlen oder verschlüsselt werden. Doch auch dagegen helfen folgende Tipps. Erstens, Daten immer mehrfach sichern. Das heißt, optimalerweise habe ich im Rechner Redundanz. Ich habe im gleichen Rechenzentrum, im gleichen Raum in dem Backup, weil es halt schnell geht und dauernd gemacht wird. Ich brauche aber regelmäßig, und zwar am besten automatisch, Backups nach außen. Wenn man wichtige Daten auf einer Festplatte sichert, die man etwa bei Freunden oder Verwandten lagert, ist man auch gegen einen Brand oder einen Diebstahl abgesichert. Handelt es sich um keine allzu heiklen persönlichen Daten, bietet sich auch eine Online-Absicherung in einer Cloud an. Hier werden sie bei einem Anbieter wie Microsoft, Apple oder Dropbox gespeichert. Zweitens, Speichermedien und Dateiformate aktuell halten. Früher war die CD-ROM das verbreitetste Speichermedium. Heute hat kaum jemand mehr ein Laufwerk dafür. Auch gängige Dateiformate ändern sich alle paar Jahre. Aus aktuellem Stand kann ich echt nur empfehlen, die Daten alle 10 Jahre auf neue Medien zu kopieren und schauen, ob die Datenformate noch lesbar sind und potenziell dann konvertieren. Drittens, Software und Betriebssystem pflegen. Um datengefährdende Softwarefehler zu verhindern und sich gegen Angriffe von außen zu schützen, empfiehlt der Experte: Nur das installieren, was ich selber haben will, mir nicht von irgendeinem Dritten was einreden lassen. Das, was ich habe, aktuell halten und das, was ich nicht mehr brauche, wieder rausschmeißen. Im Wesentlichen geht es darum, die Angriffsfläche zu minimieren. Mit diesen Tipps schützen Sie sich vorbeugend vor Datenverlust und bewegen sich sicher in der digitalen Welt.